Hallo und willkommen beim Klingeland Podcast, der Podcast von und für Messerfans. Ich bin wie immer Andor und mein Gast ist heute der Martin von Forkert Knives aus Tirol. Servus Martin. Servus, grüß dich, habe dir. Wie geht's dir? Alles fit bei dir? Alles gut soweit, alles gut überstanden bis jetzt und ja. Das freut mich, gut. Du, ich glaube, wir legen gleich los mit wahrscheinlich der Frage, was du da schon einmal ein paar Mal sicher gestellt bekommen hast. Woher kommt der Name eigentlich, Forkert Knives? Forkert Knives, ja, du sprichst es an. Ich bin wirklich schon ein paar Mal danach gefragt worden. Und der Name rührt daher, hinter meinem Haus, da ist ein großer Wald, der hauptsächlich aus Föhren besteht. Also die Forche, Föhre und darum Forchert. Weil wir sagen da Forchert dazu. Ne? Achso, okay, also Tirolerisch habe ich das nicht gekannt. Okay, Forchert. Ja, ich weiß jetzt nicht, der Name Forche ist vielleicht nicht so gebräuchlich da, aber Leute, die ein bisschen mit Botanik oder so zu tun haben, die können das schon differenzieren. Also Forche, Föhre. Alles klar. Ja. Alles klar. Ja, du bist ja Messerschmied oder Messermacher. Wie würdest du dich bezeichnen eigentlich? Also ich bin reiner Messermacher. Ja. Ich mache Stock Removal hauptsächlich. Also ich kaufe die Ware beim Schmied vom Amboss weg. Das heißt, ja, ich kümmere mich danach noch ums Weichglühen und um die Sachen, damit man es halt weiterverarbeiten kann. Das mache ich alles selber, Härten mache ich selber bei den Kohlenstoffklingen. Kohlenstoffstahlklingen. Bei den nicht rostenden habe ich eine Lohnhärterei. Okay. Und warum hast du diesen Weg genommen, dass du da die nicht rostenden nicht selber machst? Oder ist das komplizierter vom Verfahren her? Ja, es ist schon ein bisschen aufwendiger vom Verfahren und ich wollte da nicht daheim mit Flüssigstickstoff und diverse Sachen herumexperimentieren. Ich habe schon selber schon einen Ofen. Natürlich brauche ich ja nicht, aber ja, das ist halt so ein Thema, nicht? Weil so diese nicht rostenden Stähle, die musst du bei ziemlich hohen Temperaturen härten, so um die 1000, 1100. Und mein Ofen, der geht ungefähr so bis 1100, 1150. Und da betreibst du das Ding dann schon recht am Minimum, also am Maximum, nicht? Und das wollte ich nicht und ja, und Flüssigstickstoff wollte ich mir auch nicht haben da. Also, okay, verstehe. Das ist bei den Kohlenstoffklingen einfacher zum Händeln, nicht? Mit einem Ölhärter oder Lufthärter. Ist viel einfacher. Okay. Und wo härtest du dir dann diese Klingen? Das mache ich bei mir unten in der Werkstatt. Und in der Wohnung selber, da, also bei uns in der Wohnung, da mache ich die ganzen Lederarbeiten, also die feineren Sachen. Ich hab ja eigentlich nur also einen ziemlich überschaubaren Maschinenpark, nicht? Also okay. Auf meiner Homepage sieht man so ein paar kleine Bilder. Ich habe jetzt einen Bandschleifer, den habe ich mir gegönnt und eine kleine Ständerbohrmaschine und ja, und eben den Ofen. Minimale Maschinerie, weil es ja für mich wirklich nur, sage jetzt einmal, offizielles Hobby ist, gell, sage jetzt einmal nicht, weil leben könnt ihr jetzt davon nicht. Okay, ja, das wäre schon eine Frage von mir auch gewesen, ob du das auch beruflich machst. Nein, also ich kenne ganz wenige Leute, die das hauptberuflich machen. Ja. Auch in Deutschland. Und also da musst du liefern, weil da brauchst du auch eine gewisse Menge, die du im Monat umsetzt, nicht? Und das wollte ich nicht, weil ich sage, mein Fokus liegt schon eher mehr im Custom-Bereich, gell? Also nicht jetzt so in der Serienproduktion oder so. Ja. Und wenn ich dann da im Monat, was weiß ich, 15 oder 20 Klingen machen muss, dann würde für mich, also ich würde dem nicht mehr gerecht werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, ich kenne auch sehr wenige Österreicher, die das eigentlich hauptberuflich machen. Es gibt welche, aber wirklich nicht viele. Also ich habe das immer nebenberuflich betrieben. Es soll auch so bleiben, meiner Meinung nach, also für mich jetzt persönlich soll es so bleiben. Mhm. Es ist einfach ein super Ausgleich für mich neben der Arbeit.
Und ja, und wie gesagt, also der Fokus liegt schon im Custom-Bereich. Also die Leute kommen zu mir, suchen sich was aus, Holz, Stahl etc. Ja. Ich passe einer das an, also wie bei einem Maßschuh, die Griffe, die Länge, alles. Wo willst du uns deinen Beruf verraten? Was arbeitest du eigentlich? Oder ich bin eigentlich Maschinenbauer und ich war jetzt bis vor kurzem noch bei einer großen Firma tätig in der Instandhaltung für die Reparatur und Maschinen zuständig. Ja. Okay, also schon mit Metall zu tun sozusagen. Ja, ich bin eigentlich Zeit meines Lebens Metaller gewesen. Okay. Ja, ich habe schon in dem früheren Podcast auch kurz erzählt, dass ich eigentlich auch mit Maschinenbau begonnen habe und mein Vater hat auch eine kleine Firma gehabt, wo ich an der Drehbank gestanden bin immer. Ja, aber das ist schon einige Jährchen her. Ja. Ja, okay. Und so bist du auch zum Handwerk gekommen, also durch Metallarbeit und oder wie war das? Wie bist du zum Messer machen eigentlich? Also Handwerk hat mich ja schon immer interessiert und sonst hätte ich den Beruf wahrscheinlich nicht eingeschlagen. Die Kombination hat es dann eigentlich ausgemacht bei mir. Also die Holz-Stahl-Kombination war dann eigentlich für mich das, was mich so brutal gereizt hat. Und dann im späteren Verlauf, also hat sich das auch dann immer mehr so rauskristallisiert, dass ich eben mehr so die Oldschool-Sachen mag. Also sprich, also Kohlenstoffstähle, also wenig, also weg von den pulvermetallurgischen, mehr zum Oldschool-Stahl hin, also rostende Stähle und ein gutes Holz, einfach ein gutes heimisches Holz, das war einfach das, was mich so gereizt hat. Ne? Ja, also als Messermacher muss man schon da einiges, jetzt nicht nur die Metallbearbeitung, auch die Holzbearbeitung. Ja. Und du machst auch deine eigenen Lederscheiden und alles. Ne? Ja, genau. Ja, das habe ich mir autodidaktisch beigebracht, so wie viele andere auch wahrscheinlich. Ja. Und das ist, wie gesagt, also das Messermachen oder die Lederscheidenfertigung, das ist einfach für mich, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber es ist einfach ein stetiger Lernprozess, Gott sei Dank, sage ich, weil ich hasse nichts mehr als wie Eintönigkeit. Ja. Ja, ja, verständlich. Und wann hast du eigentlich dein erstes Messer gefertigt? Also wann war das? Das ist schon lang her. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Messer, das glaube ich ist schon 15 Jahre her oder so. Mhm. Und ja, ich glaube, das Teil habe ich sogar immer noch daheim. Das schaut richtig heavy aus. Ja. Aber ja, gut, aller Anfang ist schwer und ja, aber ist eine gute Erinnerung. Ja. Man entwickelt sich weiter natürlich. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Okay, also du hast das zu Hause. Was ist das eigentlich für ein? Also war das irgendein Outdoor-Messer oder Jagdmesser? Das war so ein Outdoor-Messer eher in der Richtung, ja. Okay. Und ja, war eine recht interessante Erfahrung, ja. Na und also das Interesse, wie gesagt, das Interesse generell für Messer, weil ich bin ja ein bisschen ein Messerspinner, also ich mache ja nicht nur Messer für andere Leute, sondern ich kaufe auch von anderen Leuten. Also ja. Ich kaufe auch gern was von Messermacher, Messerschmiede. Also wenn ich ein Messer sehe und das gefällt mir gut, also dann kaufe ich das auch. Das ist mir jetzt total wurscht, von wem das ist oder so. Ich meine, ich könnte es mir wahrscheinlich selber machen, aber gewisse Sachen will ich mir auch gar nicht selber machen, weil andere Leute machen andere Sachen besser wie ich und umgekehrt nicht vielleicht, ich weiß es nicht, aber es ist halt immer da so. Und wie gesagt, ich unterstütze auch die Leute ganz gern, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, da haben wir was schon gemeinsam auf jeden Fall. Weil also ich bin schon ein Supporter in der Szene, muss ich sagen. Gell? Also ja. wenn ich finde, da hat einer richtig einen geilen Feitel rausgeschmissen und sicher kostet das Zeug auch was, Gott sei Dank, sage ich jetzt einmal, nicht? Mhm. Dann sage ich schon, okay, das hast du echt geil gemacht und jetzt supporte ich dich und ich kaufe dir den Feitel, ist mir jetzt wurscht, was das kostet. Nicht? Es ist natürlich schon im Rahmen meiner finanziellen Möglichkeiten, weil du warst selber nach oben hin. Ist alles möglich, ne? Genau. Aber wenn ich mal so leisten kann, dann mache ich das nicht. Und dann wird das Ding einfach gekauft und das kalte mal auf daheim. Ja, das mache ich auch gerne, ja.
Also so ein bisschen Sammler, gell? Genau, genau. Wie viele Messer hast du jetzt circa? Ja, schon ein paar, ja. Ich habe ja auch, mag ja auch Taschenmesser ganz gern, die kaufe ich mir auch ganz gern, weil die mache ich nicht, also Taschenmesser mache ich nicht. Und da gibt es auch geile Sachen, was mir gut gefallen. Und du. Ja. Ja, so um die, weiß nicht, wenn ich schätzen müsste, ich habe so vielleicht um die 40, 45 herum. Okay, ja, dann bist du ein bisschen besser ausgestattet. Ich habe vielleicht 20 oder so, aber halt schon relativ, ja, mehrmäßig, also, sag ich jetzt einmal. Ich habe natürlich auch günstige Messer, keine Frage. Bei mir ist es auch so, ich muss sagen, wenn ich mir jetzt Messer kaufe von jemandem, dann habe ich auch irgendwo, sage ich mal, ein bisschen einen Bezug auch zu dem, gell? Also zu dem, der was das macht. Ne? Mhm. Ja, also eine kleine Geschichte hat sicher jedes Messer, sage ich mal. Absolut. Wenn man so kauft. Absolut, ja. Du machst ja auch Kochmesser und Jagdmesser auch. Also welche steht denn eigentlich näher zu dir? Also welche machst du lieber? Das ist eine schwierige Frage, ganz schwierig. Ich habe ja heuer angefangen mit diesen Bukos. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, natürlich, ja. Die skandinavischen Messer. Habe ich heuer mal zwei Stück gemacht. Waren meine ersten zwei und ich muss sagen, taugt mir auch sehr ziemlich. Also die Kombination also von den Scheiden, diese Holzlederscheiden, diese finnischen, die brutal, taugen mir brutal gut. Ja. Und die Messer an und für sich sind auch, finde ich, mega. Also ich habe mir da ziemlich viel Lektüre angelesen und finde ich echt super. Ja, dann hast du auch sicher dieses fette Bucco-Buch, oder? Das habe ich, ja, natürlich. Habe ich auch zu Hause. Finde ich mega, das Buch. Ja, mega. Das ist super. Ja. Ja, mit dem Bucco, ich habe mir jetzt so angewöhnt, dass ich jetzt so wenig Messer wie möglich kaufe und da habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe mir eigentlich im Jahr nur ein Messer und das ist dann mein Geburtstagsmesser sozusagen. Okay. Und das ist es, das heuer ist das wirklich ein Bucco auch geworden. Super. Nämlich vom Karl Schmidt, den kennst du vom Klingel. Super, ja, klar. Ja, also so ist gerade in den letzten Wochen fertig geworden. Super. Das ist echt der Hammer. Der Hammerteil. Ja. Nein, das ist vor allem auch diese Geschichte dahinter, gell? Also das geht ja wirklich sehr weit zurück, ne? Und mir gefallen auch gut, sage ich mal, diese Bowie-Messer mag ich auch ganz gern. Ja, das wollte ich eh fragen, weil das, du hast auch einige so größere Klingen bei dir. Ja, also ich glaube, ich hab einmal ein Bowie gemacht, ja. Das war so mein erstes, das zweite würde ich anders machen. Ja. Was würdest du da anders machen? Also das ist, wie soll ich sagen, ein Bowie war es da. Es ist eigentlich ein Alltagsgegenstand, ein Arbeitsmesser, gell? Mhm. Und für das ist das, was ich gemacht habe, einfach zu nobel, würde ich vielleicht sagen, jetzt so unter Anführungsstrichen, gell? Okay, verstehe. Also ich würde da auch wieder mehr so in Richtung Einfachheit, Schlichtheit gehen, aber dafür wieder gute Materialien, aber halt schlichter nicht. Also dass es wirklich, wirklich ein richtiger fetter Worker ist. Ne? Ich sehe da bei dir immer wieder, habe ich schon, ich glaube, mehrere Male gesehen, vielleicht kannst du uns erklären, was OSIG ist. Weil das habe ich bis jetzt noch nirgends so gesehen. OSIG. Ja. Okay. Naja, ich mag ja Hörner mag ich gern und Knochen und so Zeug, bin ja ziemlich ein Fan von diesen Materialien, gell? Auch Mammut natürlich, ne? Keine Frage. Und OSIG ist kurz und bündig.
der Penisknochen vom Walross. Mhm. Und ja. Wie ist das von den Eigenschaften her? Also ist das zu vergleichen so mit einem Horn oder ist das so wie ein Knochen eher? Oder? Ja, es ist schon so wie ein Knochen, nicht? Wie gesagt, also. Ein Penisknochen, ja. Ja, es schaut auch so ähnlich aus, auch nicht? Wenn man das jetzt einmal so. Wenn man es bekommt oder so, dann kann man da schon Parallelen entdecken. Nicht? Und es ist aber auch von der Bearbeitung her, ist es eigentlich total easy. Also man riecht natürlich, ist natürlich klar. Nicht? Aber wie gesagt, ich habe kein Problem mit Geruch von Hörner, Knochen und so. Da bin ich eigentlich komplett resistent dagegen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, es ist einfach. Das Material, das gibt es auch schon, das geht so ziemlich weit zurück. Also da haben sie früher aus Zeiten, haben da die Seefahrer schon ihre Messergriffe draus gemacht, teilweise nicht. Und ja, ist halt nicht so einfach zu bekommen, sage ich jetzt einmal nicht. Ja, also wollte ich darauf eingehen, dass schon, was es nicht alles gibt am Griffmaterialmarkt. Also da. Ja, man muss da auch aufpassen, gell? Also beim Osig zum Beispiel und bei diese Walross-Zähne, was ich hab auch teilweise. Mhm. Das steht ja alles unter Naturschutz, gell? Und da musst du halt aufpassen, wenn du das kaufst, dann brauchst du da eine CITES-Nummer, so nennen sie das. Das legitimiert dich, dass du das haben darfst, gell? Also du kannst das jetzt nicht einfach so irgendwo am Schwarzmarkt oder so kaufen oder solltest das halt nicht, weil. Wie gesagt, das Zeug steht unter Naturschutz und ich muss ehrlich sagen, ich achte eigentlich ziemlich drauf, dass eine CITES-Nummer, das ist einfach so eine europäische Nummer, die dich legitimiert, dass du mit dem Zeug handeln darfst, beziehungsweise dass du das haben darfst. Mhm. Und ja, viele Leute meinen oder schreien immer auf, ja, Naturschutz und ja, die armen Viecher werden abgeschlachtet und was weiß ich, was alles. Das Thema ist aber anderes. Das Thema ist ja sicher, also ich bin der Letzte, der gegen Naturschutz oder so ist. Gell? Also du hast ja sicher auch schon gemerkt, dass ich bei meinem Messergriff, also ich greife ja hauptsächlich auf heimisches Holz zurück, gell? Ja. So gut wie es geht. Ich mache mir da die Hände nicht blutig mit Tropenholz. Tut mir leid, wenn ich das so sage, weil ich einfach finde, dass wir bei uns oder in Europa generell Topholz haben. Also ich brauche nichts von Amazonas. Mhm. Also wie gesagt, ich habe schon ein oder zweimal sowas gemacht, aber dann nur, wenn der Kunde das explizit wünscht. Gell? Ja, ja. Wenn er sagt, er will jetzt das unbedingt haben, dann versuche ich natürlich vorher nur ein bisschen zum Überstimmen, keine Frage. Aber im Generell ist der Kunde König und wenn er sagt, er will das haben, dann mache ich ihm das. Aber ich persönlich kaufe keins. Gell? Okay. Und also, nur mal aufs Osig zurückzukommen, also ohne die Nummer kaufe ich auch keins. Mhm. Weil es gibt ja auch, was viele Leute vergessen, Tiere zum Beispiel, aber ein Elfenbein ist es so, es gibt ja auch Messergriffe aus Elfenbein. Ja. Und es gibt ja Tiere zum Beispiel, auch beim Walross ist es so, die eines natürlichen Todes sterben und die Leute nachher das Zeug einfach zusammensammeln. Nicht? Ja. Und ja. Ja, das wird auch wohl so sein mit Giraffenknochen, was ich schon gesehen habe bei Klingenland, dass das wird, Leute verwenden. Ja, das wird da wahrscheinlich ähnlich sein. Ich habe zwar noch nie eins gehabt, aber das wird da sicher auch so sein, ja. Mm, ja, nehme ich mal an, ja. Okay, genau. Interessant, das mit dieser Nummer. Ja, aber wie gesagt, beim Mammut zum Beispiel, ja. Wie gesagt, beim Mammut zum Beispiel brauchst du das nicht, weil das fossil ist. Aber bei alle Tiere, sage ich mal, die momentan nur leben und die unter Naturschutz stehen oder geschützte Art ist, da brauchst du die CITES-Nummer. Ja. Mhm. Ja, macht schon Sinn, ja. Absolut. Kannst du dich noch erinnern, was dein erstes Messer war? Mein erstes Messer, das ich gemacht habe? Na, was du... Oder was du... Was ich gekauft habe? Bekommen hast vom Vater, ach so. Großvater. Ja, ja, genau. Ja, mein erstes Messer, also mit dem mir das auch, dieses Interesse also angefangen hat, das habe ich auch auf meiner Homepage beschrieben. Das war das Messer von meinem Opa.
Und das war so ein Jagdnicker. Okay. Ein klassischer Jagdnicker mit Hirschhorn. Mhm. Also ein Lederhosenmesser, so hat man da oben hin. Und ja, das habe ich in der Volksschule habe ich das kennenlernen dürfen. Und habe mich fasziniert und das wollte ich immer haben. Und Großvater hat gesagt, ah, das kriege ich noch nicht. Erst wenn ich größer bin. Es war mir einfach ein bisschen zu gefährlich, weil das Teil war ziemlich schneidig. Mhm. Und ja, ich habe es dann irgendwann noch mal gekriegt. Ja. Das habe ich immer noch, ja. Selbstverständlich. Okay. Das gebe ich auch nicht her. Ja, das verkaufe ich auch nicht. Es gibt einfach Messer, die verkaufe ich nicht. Da können sie mir, weiß ich nicht, 5.000 Euro bieten, würde ich es nicht verkaufen. Sehr gut, ja. Ich habe auch solche, ja. Welche geerbt vom Opa und so weiter, ja. Genau. Ja, und trägst du so tagtäglich mit dir ein Messer? Und ich habe fast immer ein Messer im Sock, ja. Was für eins hast du dabei dann? Ja, das ist jetzt wieder lustig. Ich habe zum Beispiel eins, was ich fast jeden Tag dabei habe, das ist so ein EDC-Knife. Mhm. Das ist von Spyderco. Ja. Das ist das Para, das Dreier-Para. Das habe ich oft dabei. Und dann habe ich, was habe ich noch mit? Ja, von mir habe ich so ab und zu so, ich habe so ein Buko gemacht, auch so, das immer umhängen kann um den Hals. Das habe ich ab und zu mit. Und letztes Jahr habe ich mir vom Steigerwald Stefan auch ein Messer gegönnt, ein Taschenmesser. Das habe ich jetzt auch öfters im Hosensack, das ist mein Jausenmesser. Ja. Mhm. Das sind so okay, meine Favorites. Ja. Klappmesser sind es auf jeden Fall. Ja, es ist einfach, ich muss sagen, du fällst einfach nicht so auf damit, nicht? Ja. Als wenn du dir jetzt was am Gürtel schnallst, nicht? Sag ich mal. Genau, leicht und alles. Also diese Spyro, diese Paramilitaris. Mega. Ich habe zwar keins, aber ich weiß, dass das sehr viele haben, weil einfach so schneidig ist und so leicht ist und alles. Perfektes EDC, meiner Meinung nach. Mhm. Zwar, ja, vom Preis her nicht ganz günstig, muss ich sagen, aber es geht noch, sage ich mal. Wenn wir jetzt über den Begriff Messer sprechen, was bedeutet für dich das? Also wie identifizierst du diesen Begriff für dich persönlich? Also für mich ist Messer, ich verbinde Messer immer mit Werkzeug. Also es klingt jetzt vielleicht banal, aber für mich ist ein Messer ein Werkzeug. Und das soll es meiner Meinung nach bleiben. Also, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich sage, es hat alles seine Berechtigung, nicht? Also, ich bin halt mehr, sage ich mal, der Typ, der Messer, also ich bin froh, wenn die Leute die Messer kaufen, wenn wir das auch wirklich richtig usen, nicht? Also, das. Egal, ich habe schon viele Leute gehabt, die sagen, bah, das kann ich nicht hernehmen und so, und sage ich, hey, bitte nimm das Messer her. Also ich bin echt enttäuscht, wenn sie die Leute dann einfach das Messer nur irgendwo hinlegen und anschauen. Nicht? Also da wäre ich stinksauer, echt, ohne Scheiß. Das kann ich überhaupt nicht haben. Das sagen die meisten Messermacher, glaube ich, dass sie das möchten, dass die Kunden damit die Messer wirklich verwenden und da jetzt gar Vitrinenmesser wird oder so. Nein, ich... Mal sicher, wie gesagt, es hat jetzt auch, also es gibt Leute, die sammeln es, legen sie das in die Vitrine, okay. Passt. Kann jeder machen, wie er will. Aber ich war ja happy, wenn es meine Feitel nicht in die Vitrine legen. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Dinger kein Grockt. Genau wie bei den Kohlenstoffstählen, nicht? Also bei den Messern, ich mache hauptsächlich nur noch sowas. Die kriegen Patina, die werden, ja, die verändern sich mit der Zeit. Je nachdem, wie sie geused werden, und genauso soll es sein. Und ich bin happy. Ja. Ich hab da eine Frage, was ich jedem Gast stelle. Interessiert einfach, was du dazu auch denkst. Was glaubst du, wie schaut ein Messer aus in 2099? In 2099? Gute Frage, weil da werde ich nicht mehr da sein, aber also ich hoffe,
Ich hoffe, also das ist mein Wunsch, sage ich mal so, dass ein Messer immer nur so ausschaut, wie ein Messer ausschauen soll. Ja, verstehe. Also ich wie gesagt, ich bin da wirklich oldschool angehaucht und ich hoffe, es wird nicht zu futuristisch. Und auch dieses, wie sage ich mal, dieses Ausreizen, also bei diesen pulvermetallurgischen Stähle, das da momentan auch stattfindet. Also es gibt ja jetzt ja irgendwelche neuen Carbidmonster, sage ich jetzt einmal nicht. Und ja, ich weiß nicht, wo das hinführt, nicht? Also. Ja, ewig kann es eh nicht weitergehen, denke ich mir. Ne? Und vor allem, ich denke immer, was braucht es denn eigentlich? Was braucht es eigentlich für gute Klingen? Nicht? Was braucht es eigentlich? Das ist die Frage, soll es eigentlich einmal jeder stellen? Nicht? Es braucht eigentlich nicht viel, nicht? Um eine super Klinge zu haben, sage ich jetzt einmal, nicht? Brauche ich das wirklich, irgendwas aus dem Labor gezüchtetes oder was weiß ich? Braucht man das? Ich weiß es nicht. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu altmodisch für das Thema. Aber ich glaube, diese Linie von den traditionalen Messern wird, glaube ich, nie aussterben, würde ich sagen. Also das wird immer bestehen bleiben. Das ist meine Meinung. Hoffe es, ja. Und es werden sicher irgendwelche hypermodernen Stähle noch entstehen. Weiß auf nicht, alle Fälle, ja. Das hat sicher irgendeine Grenze dann. Aber ich glaube, diese traditionellen Messer und auch dass die Linie, was auch du jetzt verkörperst, wird auch, glaube ich, sicher bestehen bleiben immer. Ich hoffe es ja. Ich versuche ja irgendwo bei meinen Designs, sage ich jetzt einmal, was mir schon im Kopf schwirren und die dann aufs Blattl Papier bringen. Oder bei den Messern, was ich bis jetzt verkauft habe, versuche ich schon immer, und wie viele andere auch wahrscheinlich, also ich versuche es immer so clean als möglich zu halten. Gell? Also sicher ist einmal das eine oder andere dabei, vielleicht mit ein bisschen Schnickschnack, aber ich versuche das eigentlich schon immer in Grenzen zu halten. Gell? Ich sage immer Form follows Function. Nicht? Das soll eigentlich so das Leitmotiv sein. Ne? Meiner Meinung. Okay, also eigentlich, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, jetzt in die nähere Zukunft für dich, bleibst du auch dieser Linie treu? Und ja. Oder hast du irgendwelche Pläne oder so, was du noch verraten magst? Pläne. Planen, ich tue mit eher nur kurzfristig, weil man weiß nie, wie sich das Leben ändert. Ich bin eher so der spontane Typ, gell? Aber das ist auch bei meinen Messern so, die ich mache, gell? Also ich habe immer so, es entstehen meistens so Ideen oder so Planungen entstehen meistens, wenn ich so in die Berge auf dem Weg bin. Weil da habe ich Zeit zum Nachdenken, gell? Und da entstehen dann immer so Sachen, so Ideen, ja. Das konnte ich noch machen oder das konnte ich noch machen oder das habe ich noch nicht gemacht, weil, wie gesagt, ich bin einfach kein Mensch, der, also ich hasse nichts mehr, also ein Messer zweimal machen. Also ich mache schon so ähnliche Messer. Es gibt schon Messer, die schauen ähnlich aus, gell? Aber sind dann, wenn man genauer hinschaut, doch wieder ein bisschen anders. Also es ist schon jetzt Messerunikat, gell? Ja. Und wie gesagt, ich richte mir immer nach dem Kunden und das Schönste ist für mich, wenn der Kunde sagt, du, schau her, ich habe mir da was überlegt, schau mal, können wir das vielleicht umsetzen oder so, oder ist das realisierbar oder so, das finde ich einfach am geilsten. Also da kann man sich richtig ausleben, ja. Kommen so verrückte Ideen von den Kunden oder kannst du da, erinnerst du dich an irgendwas, was so eine verrückte Idee war und du hast das eher seltener, sage ich jetzt einmal, bei mir jetzt. Es hat schon den einen oder anderen gegeben, die Ideen eingebracht haben, gell? Gott sei Dank. Bin ja immer dankbar für jeglichen Feedback, was mir die Kunden geben und auch Anregungen. Und
meistens ist es halt so, dass die Leute sagen, ja, da, also die Form oder so und wie der Griff, was für ein Holz sie haben möchten und eben für die Grifflänge her, die passen wir dann auch ungefähr der Handgröße. Jetzt je nachdem, Jagdmesser, Kochmesser etc. Ne, da muss man dann schauen. Mhm. Das schon, aber jetzt so richtige Designs, also so habe ich jetzt erst so zwei oder drei gehabt, was gesagt haben, sie wollen genau das und das Design haben. Mhm. Und ja, das habe ich dann umgesetzt, ja, mehr oder weniger. War spannend. Meistens wird auch dir wahrscheinlich eine kleine Freiheit gelassen, oder? Also. Ja, also ich sage, das Ganze muss natürlich für mich umsetzbar sein. Wo für mich technische Grenzen sind oder wo ich halt eingreife, das ist halt, wenn irgendwelche Sachen ja nicht so richtig realistisch sind. Sage ich jetzt einmal so salopp. Okay. Aber im Großen und Ganzen hat es eigentlich noch nie ein Problem gegeben. Also es ist eigentlich alles machbar gewesen, gell? Ja, langsam kommen wir zum Ende von unserem kurzen Gespräch. Zuletzt stelle ich auch immer eine Frage. Bis jetzt habe ich es an jeden Gast gestellt. Ich bin auch gespannt, was du sagst. Was für eine Musik hörst du gerade und empfehl uns mal eine Band oder so. Ah, das ist auch ein schwieriges Thema, weil Musik ist auch ziemlich eine Leidenschaft von mir. Okay. Aber machst du Musik oder? Nein, das nicht. Aber ja, Musik begleitet mich eigentlich auch mein ganzes Leben schon und ich bin ein ziemlicher Analog-Fan, sage ich mal. Ja. Also ich habe ziemlich viel Vinyl daheim auch. Mhm. Und zelebriere das auch jede Woche mehrmals und ja, mein Favorite, das kann ich da jetzt nicht so sagen, weil da gibt es einfach, ich bin da einfach so breit gefächert. Okay. Ich höre von Klassik bis Techno, sag ich jetzt einmal. Breites Spektrum. Es gibt eine Sache, die höre ich nicht so gern. Mhm. Da habe ich auch fast nichts daheim. Da ist das Maximum Hubert von Gäusern. Aber Volksmusik ist nicht so meins. Echt? Okay. Nein, Volksmusik ist nicht so meins. Da ist die Schmerzgrenze Hubert von Gäusern. aber sonst eigentlich von Jazz bis Rock. Alles, eigentlich so alles durch die Bank. Also meine Favorites, meine All-Time-Favorites, kann ich da kurz sagen. Ja. Also ja. Was ich gern habe, ist Dire Straits mag ich gern. Die Black Keys mag ich gern. Mhm. Dann, was mag ich noch gern? Red Hot Chili Peppers mag ich gern. Okay. Und, ja. Passt. Also du hast wirklich ein breites Spektrum. Okay. Ja. Nein, ich bin da wirklich sehr flexibel. Gut. Ja, Martin, ich sag mal nochmal danke, dass du da warst und ich werde auch deine Erreichbarkeiten natürlich in die Shownotes reintun, damit das auch die Hörerinnen und Hörer finden. Ja, und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal auch persönlich. Ich hoffe, heuer noch schaffe ich es nach Tirol. Ja, schauen wir mal. War auf jeden Fall nett, das Gespräch mit dir und ja, gute Idee. Also mit dem Podcast finde ich eine gute Idee. Und Dankeschön. Ja, ich hoffe, wir sehen uns einmal. Ja, genau, Ando. Gute Idee. Auf jeden Fall, ja. Yes. Gut, Martin, dann sage ich Servus. Tschüss. Servus, danke, ciao.